Ho, ho, ho. Es schneit und mitten irgendwo in der Pampa werden wir einen Schneemann bauen, damit er sich schön einsam fühlt. Wir machen den Schnee erstmal aus. Guten Morgen zum nächsten Türchen. Wir bauen unseren eigenen Schneemann. Scheinbar ist da schon einer gebaut worden. Also das heißt, wir bauen unseren eigenen Schneemann nicht, sondern wir nehmen einen Schneemann von jemand anderem und verändern ihn nach unseren Wünschen. Das ist so ein bisschen wie Frauen das mit ihren Freunden machen. Und ja, klauen einfach seinen Helm. So, er hat gar keinen Hut, den teuren von Papa, oder wir haben Magier einfach geklaut. Partyhut, weil dann sonst feiert keiner mit mir Geburtstag. Ist das nicht so eine Fliegerkappe? Okay, wir sind im Krieg, dann damit erschossen wird. Das bedeutet entweder er ist ein Vollidiot. Oder wir sind ein Kind und geben ihm deine Mütze und erfrieren ihn da hinten. Da hinten liegt jetzt ein Junge und sagt, wenigstens der Weihnachtsmann schön. Der Weihnachtsmann, yeah, ich bin schön, oh yeah, komm her. Und dann nimmt er ihn weg und friert ihn ein für später. Nein, der Schneemann. Einmal diese Männer, überall Männer. Stimmt, Schneefrauen, wenn man Schneefrauen macht, ist es sofort alle, wie kannst du nur, ist doch voll sexuell. Ja, aber Frauen haben halt Brüste. Wenn du keine Brüste gibst, ist das nicht auch wiederum gemein. Naja, dann haben wir hier einen General. Das ist... ein Sack. Ich habe keine Ahnung. Das ist Cat in the Hat. Das ist chinesisch. Das ist königlich. Und das ist scheiße. Und das ist ein Cowboy. Meine Fresse. Was hast du alles zu Hause, Kind? Das ist ein Fischerhut. Dann haben wir ein hier, nicht Samurai, wie heißen die? Das ist der Hut von den Hugetotten, nein. über die Berge kamen. Ach, ich habe den Namen vergessen. Dann, oh, College, sehr gut. Oder Highschool, die kriegen ja, selbst bei Highschool kriegen sie so einen Hut. Stimmt eigentlich. Irgendwie seltsam. Das kriegen Leute bei Abi nicht. So eine riesengroße Feier und so. Dann haben wir hier Dreck. Er ist ein. Wie heißt er nochmal? Die Musik für den. Oh, das ist wunderschön. Das ist ähnlich mit dem hier. Ein Narr war das. Mir fiel wieder nur das englische Wort Jester ein. Die Haare. Oh, Sombrero. Ein Ranger. Oh, auch wunderschön. Ein Girl, ein Country Girl, ein Disco Girl, ein Wikinger Girl, ein Call Girl und eine Bald Girl. So, dann werden wir jetzt einfach mal das hier machen, weil das ist wunderschön. Ich würde immer sagen, erstmal gar nichts, weil wir gucken erstmal, wie das Gesicht wird. Spiel, ey, wirklich. Und Print, wirklich. Guck mal, Mama, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, du hast nichts gemacht. Wunderschön, wunderschön. What the fuck? Soll ein Alien oder ein... Was soll das? Habe ich irgendwas eingebaut? Lange Nase. Oh, sehr lange Nase. Wieso kann ich das nicht einzeln wegmachen? Das ist unheimlich. Oh, das ist traurig irgendwie. Das ist cool. Macht aber keinen Sinn, weil... Na okay, es kann trotzdem kalt sein und trotzdem Sonne sein. Ja, okay, ich nehme es zurück. Das ist, das macht keinen Sinn. Unter Wasser würde er nicht lange halten. Das ist creepy. Ja. Oh mein Gott. Das ist cool. Guck mal, da hinten liegt der Junge. Und da ist er jetzt hin. Oder da, kommt drauf an, wie er vorher war. Ich würde sagen, das ist doch mal richtig lustig. Auch wenn die, warum ist die... Guck mal, wie das normal aussieht hier. Wie eine Mohrrübe halt, wie eine Karotte im Gesicht. Und plötzlich voll hässlich. Wie so ein hässliches... Ich sag's nicht. Wir brauchen einen Kopf. Wir haben einen Kürbiskopf, einen Ball als Kopf. Natürlich, weil Schnee haben. Ja, so viel Schnee liegt ja auch nicht. Wir haben.
einen riesengroßen Baseball, natürlich. Ich weiß nicht, wo du den her hast, Kind. Oder er hat einfach einen sehr kleinen Schneemann gemacht, aber dann macht der Rest keinen Sinn. Wir haben einen Beachball, das macht Sinn. Football, Fußball, den Mond. Warum nicht? Wir haben scheinbar die Sonne oder den, nenne ich den Mars, die Sonne scheinbar. Die Erde, bloß als Globus. Eine Orange natürlich und Schnee. Das ist alles scheiße, also lassen wir den Schnee. Den. Oh, das ist doch jetzt geht's los hier. Das ist wunderschön. Mit wunderschön meine ich super hässlich, aber lustig und erneut. Weißt du was? Bleibst nackt erstmal. Und Mittel. Mittel kann er sehr viel. Auch da können wir ihn fast nackt machen. Was ist das denn? Ah, oh, der Weihnachtsmann. Der liegt daneben, neben dem Jungen. Warum hat der Weihnachtsmann ihm die Jacke gegeben, um sich den in den Jungen zu legen? Ich denke, er hat ihn mitgenommen. Meine Continuity ist aber auch ganz schön schlecht. So. Hawaii-Hemd ist doch geil, oder? Oder das sieht aus wie ein Hemd für richtig fette Leute. Also, das meine ich, ein Hawaii-Hemd können auch dicke Leute tragen und sieht gut aus. Gut in dem Sinne, dass es nicht. Auf Hawaii wird es passen, so. Aber das hier sieht aus, als ob du dich selbst verpackt hast als Geschenk und alle, die es aufmachen, wollen es gleich wieder umtauschen. Also, wollte nur. Das war eine Anmerkung, dass sich keiner mag. So. Wir haben eine Rüstung. Wir haben scheinbar irgendeine Geschlechtskrankheit, die nach oben wandert oder so. Oh, oder viele kleine Geschlechts. Ich will gar nicht wissen, wie das hinkommt. Ah, jetzt macht Sinn, warum der Junge eingefroren ist. Dann haben wir wieder ganz normal Kohle. Nö, du wärst mit gar nichts. Ja, lassen wir das so. Dann machen wir halt. Das sind seine Zitzen. So. Und Base. Das ist eine geile Idee. Das muss ich zugeben, ist eine geile Idee. Weil hier eine Schlange, das. Würden wir mal wieder Schnee haben, würde ich das sogar mal machen. Ein Drache oder eine Schlange, das ist total eine lustige Idee. Das lassen wir, glaube ich, gleich. Aber wir gucken mal. Schuhe davor. Ach ja, die Mutter hat ihn gesucht, hat gedacht, oh, da fehlen noch Schuhe. Und hat ihn dann gesehen und ist hier erfroren. Hat ihn nicht mehr erreicht. Ja. Dann kam der Vater, hat gesagt, das sieht viel lustiger aus. Und liegt jetzt da hinten. Nee, er liegt hier. Er ist. Nein, Mutter und Sohn haben den Vater hier eingebuddelt, weil sie gesagt haben, ach, scheiß auf Vater. Wofür brauchen wir noch Vater? Und dann stimmt, sagt die Mutter, ich bin Anwältin, ich verdiene genug, brauchen wir eigentlich nicht. Würden wir woanders hinziehen und hätten wir eine kleinere Wohnung, aber wir müssen ihn nicht mehr ernähren, also brauchen wir seine Einnahmen nicht. Und Sex ist eh nicht mehr gut. Und der Sohn dann so, ja, ich bin ja auch bald in dem Alter, wo ich das übernehmen kann. Sehr gut mitgedacht, Sohn, deshalb mag ich dich so. Leider sind sie nie wieder zusammengekommen, weil sie hier gestorben sind. Ist schon traurig, so eine Tragödie. Aber das kann passieren, wenn man einen Schneemann baut. Deshalb, ich verstehe nicht, warum die Leute auf der Welt da nicht ein bisschen sich drum kümmern und auch irgendwie die Aufmerksamkeit darauf lenken. Und das vielleicht sogar in Schulen und im Fernsehen und in Medien auch mal ein bisschen thematisieren. Das Bauen von Schneemännern, Familien zerstört und geliebte Menschen auseinanderbringt, indem sie verschieden weit entfernt voneinander sterben. Und dann kommt der Schneemann, jetzt mache ich das falsch rum, der Weihnachtsmann und will den Jungen mitnehmen und stirbt dann auch. Wenn du einen Schneemann baust, kann es sein, dass ganz Weihnachten kaputt geht. Also ein bisschen Verantwortung hast du dabei auch. Okay, keine Ahnung. Ja, lassen wir das, das sieht super geil aus. Der Rest ist scheiße. Other. Ja, das ist dumm, dass dahinter ist. Und so riesig. Guck mal hier. Oh, da hinten in dem Baum hängt ein Schlitten. Ein Riesenschlitten. What the fuck? Ich kann es nicht mal rüber machen. Ich kann nicht mal witzige Sachen machen.
weil es nichts bringt. Ich hänge einfach hier ran, das Geschenk kommt so in die Hand. Und ach so, oh, da hängt schon. So. Das kommt weg. Scheiß drauf. Wer braucht denn dieses Riesenviech hier? Das ist voll unheimlich. Wer backt denn so ein großes Teil und stellt es dann hier irgendwo hin? Da kommen doch Tiere und fressen das und sterben dann an dem Zucker und so. Was für Arschlöcher machen sowas? Ja, Galileo bestimmt. So. Kinder, kommt her, ich habe Geschenke hier links und rechts von mir. Hier gucken wir rein. Ach, da ist Schokolade drin. Yay. Schokolade ist aber mit Abführmittel versetzt. Weil das ist dann diese braunen Flecken hier. Und hier drin ist. Ah, Viagra. Yay. Das machen wir mal so. Aber das isst man zusammen. Nee, dann wirkt die Viagra aber nicht. Das ist ja doof jetzt. Muss man denn jetzt dann entscheiden? Und das hier ist ein Buch über Kurzhaardackel. Das hat sich die Mutter schon immer gewünscht. Das Einzige, wo sie und ihr Sohn ein bisschen Streit haben, weil der Sohn möchte eigentlich was ganz anderes, nämlich eine Schwester, eine heiße Schwester. So, das ist doch auch schön. Das sieht aus wie so ein, als ob da was abgesteckt wäre. Man könnte jetzt meinen, was auch stimmt, dass da unter Babys vergraben sind. Das stimmt. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr nicht recht habt. Unter jedem dieser Zuckerstangen ist eine Babyleiche. Aber das hat ja jetzt damit nichts zu tun. Das ändert jetzt, das macht jetzt auch ein bisschen die Stimmung kaputt. Eigentlich sind das nämlich hier seine kleinen Helfer. Das hier ist das Gesicht und die hüpfen rum. Und die haben eine eigene Sprache. So. Lillepate Fatü. Ich möchte gern dahinten. Und dann, also das ist absolut böse, ist das hier. Und sie sind hier um ihn herum und tanzen für ihn. Also sie mögen ihn. Es ist jetzt nicht so, dass er Angst haben muss. Und das ist ihr Gott. L'Ordinateur! Und dann sagt er, ha, los, seht ihr, wie die Frau noch sich bewegt? Geht hin und stecht sie tot. Und dann, oh, oui, la merde! Ah, bitte beachte mich! Ja. Ich könnte jetzt was Gutes über bestimmte Leute, über Franzosen sagen. Mache ich aber nicht, weil das will ich einfach nicht wahrhaben. Kennt ihr das? Natürlich kennt jeder Mensch. Alle Menschen sind scheiße. Wenn ihr irgendwie, ihr mögt eine Person überhaupt nicht. Und dann ist irgendwas Gutes an der Person. Dann gebt ihr es natürlich nicht zu. Dann sagt ihr das nicht. Und das finde ich scheiße. Ich mache das manchmal schon. Dann sage ich, okay, das war aber gut. Aber dann wiederum, manchmal will man es auch einfach nicht. Dann denkt man sich, nö, warum? Was bringt das einem jetzt, ne? Man ist ja egoistisches Arschloch. So, irgendwann bringe ich das mal zum Thema. Aber das passt jetzt hier nicht. Das ist hier eine familienfreundliche, kleine Aufnahme, die. Hier soll es um Liebe und Zuneigung gehen hier, so, ne? Guck mal. Ah. So. Natürlich. Die Mutter hat überlebt und soll jetzt putzen. Ne, er wischt einfach. Irgendjemand muss ja jetzt den ganzen Durchfall weg machen. Mit einem Strohbesen. Im Schnee. Clever. Clever. Hier. Ich empfange. Okay, geht doch nicht, leider nicht. Nee, das ist scheiße. Oh mein Gott, der Hund. Aber ich wollte doch einen Kurzhaardackel. Ach fuck, jetzt ist das Geschenk total beschissen. Ich bin Riesenhund. Warte. Nö, leck mich nicht. Hör auf mich zu lecken. Oh ja, ich raus besser. Aber wartet mal ganz kurz, ich muss noch was tun. So, jetzt passt es viel besser. Die französische Super Bösewichtin. Oh, le Hund. Was heißt denn jetzt mal Hund? Le Canin!
Leck, leck, leck. Je t'aime le canine, so. Schnell weg, bevor die Leute das noch wissen. Jetzt gibt es eine Broadway-Inszenierung. Start spreading the news. I'm leaving today. Ich werde niemals in das Flugzeug kommen mit diesem langen Schwanz. Ja. Oh, sehr gut. Oh, ich dachte, die gibt's einzeln. Kinder, kommt her spielen. Ich hab ein Bär. Ja, spiel mit mir hart. Ja, komm, spiel mit mir, zieh an meinen Exkrementen. Oh mein Gott, zieh meine Hand stärker. Oh, meine Pfote, Entschuldigung. Nee, oder? Tatze, Tatze. Los, ja, zieh dran, bis es abreißt. Ja! Oh, du bist mir aber ein seltsamer Bär. Oh ja, bitte, oh, drück mir deinen Finger ins Auge. Oh mein Gott, geil. Oh, und jetzt kommt der Hund, warte. Nom, nom, nom. Oh ja, da stehe ich drauf. Oh, meine Innereien. Oh. Seltsamer Bär. Oh. Oh, das passt jetzt hier. Warte, wartet, wartet. Es könnte ja schneien. Da will ich ja nicht irgendwie nass werden. Handtaschenräuber, Handtaschenräuber. Mit der Nase. So. Oh, fuck. Dafür brauche ich jetzt aber wieder was anderes. Dafür brauche ich einen anderen Hut. Wo ist dieser schreckliche Hut? Da. Ja, das ist er. Männer mit Gitarren. Oh mein Gott. Aber nee, da passt der Hut aber trotzdem nicht wirklich zu. Fuck. Haben wir keinen. Machen wir so. Ich bin der Ranger und ich spiele den Kindern in dem Wald ein Lied, ein Lied. Und alle im Hintergrund. Ah, Hilfe! Ranger Collins, bitte! Und wir spielen und wir haben Spaß. Und yeah. Ich habe nichts zu tun. Ich lebe in diesem Wald und habe Kinder und das war's. Aber ich werde niemals selbst Kinder haben. Egal, ich spiele. Sie Monster, alle ihre Kinder sind tot. Ich krieg wieder neue. Die Kinder sind mir egal, jedes Jahr andere. Hauptsache, ich bin nicht alleine. Kinder, Kinder. Ja, schon gut. Ja, ich finde die Ranger immer so. Ich finde es gut, was die machen und alles, aber ich frage mich, wie die sonst leben. Jetzt Schnitt auf einen Ranger, wie er mit Meth im Bett liegt. Schon gut. Meth, der Droge, nicht Meth, den Typen. Ach, hier schon wieder. Oh, einzelne Vögel! Ah! Sound? Warte. Hinfort mit euch! Ey, nein, steh da, ich hab mein. Ja, schon gut gebrochen. Ich bin wieder da. Nee, warte. Das passt viel besser mit den Raben. Das ist gut. Ah, mein kleiner, sehr, sehr kleiner Vogel. Mama, warum klingen wir alle gleich? Fragt ein Bruder. Hinten ist der Größte. Das ist der Obermacker. Oh yeah. Ich bin doch nur ein Country Girl. Das bedeutet Glück. Das hat meine Mutter einmal gesagt. Das schmeckt doch nach Glück. Das hat mein Vater einmal gesagt. Oh, jetzt bin ich wieder alleine. Aber wir kriegen Scenes. What the fuck? Ich hätte alles ändern können. Hier, ne, da hinten. Oh, das ist noch trauriger. Okay. Wollen wir das noch ein bisschen stimmiger machen? Lieselotte, wo bist du? Lieselotte. Und sie wurde nie wieder gefunden. Hä?
Was soll das? Warum steht da Build a Snowman, wenn man Woman machen kann? Und wo bist du gerade? In der Disco? Ah, ein Country Girl, das erste Mal in der Disco. Ah, ich bin so naiv. Ah, muss ich gerade sagen. Ah. Hallo, Puppe. Hallo. Hier, nimm mal diesen Drink. Okay. Ah, ich fühle mich seltsam. Na, komm mit. Wo gehen wir denn hin? Das weiß ich selbst noch nicht. Wir gehen zu mir nach Hause, wo es nicht schneit. Oh. Auf dem Weg reiße ich mir meinen ganzen Unterleib weg. Warte, den brauche ich doch noch. Nein, ich habe 6 Löcher. Das reicht schon. Warum hast du eigentlich so einen langen Schwanz? Das kann ich dich auch fragen. Lass uns ja mal weitergehen. Willst du mich trollen? Wieso? Ich dachte, das wäre romantisch. Denn ich habe mich in den letzten paar Stunden in dich verknallt. Ich wollte zuerst dich nur ich wollte dich nur rannehmen. Aber jetzt habe ich mich in dich verknallt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ganz romantisch an den Strand. Ja, aber ich bin Schneemann. Du bist ein Mann? So heiß ich. Oh, fuck, du bist ein Mann. Egal. Meine Liebe ist unendlich. Komm, lass uns zusammen ins Wasser trollen. Nicht trollen. Frohlocken, rollen, laufen, kriechen, was du auch immer machst. Ich liebe dich. Oh nein, Lauron, wo läufst du hin? Ich muss mich meiner Gefühlen erstmal sicher werden. Deshalb werde ich jetzt erstmal Abstand brauchen. Ja, aber Millionen von Kilometern. Setz mich nicht unter Druck. Ah, ich glaube, ich liebe ihn auch. Ich muss mir jetzt erstmal... Oh, das hat sie von eben noch. Nein. Passt überhaupt nichts. Ja, er hat mir das eben gekauft. Ja, Loa hier, Kette hier. Oh, das ist so schön. Das zeigt, dass er mich wirklich liebt. Ich komme zurück. Warte kurz. Die fressen gerade die Familie. Ist ja gut. Warum hast du mich hergeschickt? Dort hinten, da habe ich ein Kind und eine Mutter sterben lassen. Oh, das macht mich so rallig. Nom, 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 nom. Und dann wurde sie eine selbstbewusste Frau in der Stadt und hat nie wieder mal umgebracht. Aber hat... wurde fett. Wurde fett und warte kurz. Nee, passt alles nicht. So. Ja, jetzt schreibe ich Bücher über einen Wolf, der das Kind seiner besten Freundin nimmt. Ach, ich bin so glücklich. Ah, derp-di-derp. Und dann fing es an zu schneien. So, das war's. Das war auch viel zu lang wieder. Warum können so welche Spiele einen plötzlich so lang fesseln und andere Spiele nicht? Okay. Das war Build a Snowman. Also, Verantwortung übernehmen, wenn ihr einen Schneemann baut. Ihr wisst, was dann passieren kann. Schneemann haben auch Gefühle, aber können auch genauso gut die ganze Welt zerstören. Also passt auf, wenn es schneit und ihr baut einen Schneemann. Denkt ein bisschen an die Geschichte von der Mädchen aus Frankreich vom Land und habt eine Schweigeminute dann. Für alle, für den Jungen und die Mutter. Und vielleicht auch den Vater, weil der Vater war bestimmt nett. Den Vater haben wir jetzt gar nicht richtig beachtet. Und da tut es mir auch leid. Warte. Ja. Wunderschön. Oh, heirate mir. Ciao.